Hallo Leute und willkommen zurück zu Planet Zeit. Yay, das ist so mein Jerry ist zurück Video. Und ich bin zurück, yay, und zwar mit einem Mag Rider. Und ich gehe mega steil mit der neuen AP Mag Waffe, die überhaupt nicht neu ist. Nein, die habe ich einfach erst gerade entdeckt. Oh, ich muss gerade. So, Lautstärke runterdrehen, ja. Das Gameplay ist mir in einem Maggi. Ich habe ein bisschen Leute geschlachtet. Die Leute wollten nicht mehr, nachdem ich sie geschlachtet hatten. Also haben sie mich getötet am Schluss, aber das passiert erst nach ganz am Schluss. Aber in der Zwischenzeit werde ich die Leute schlachten, ja. Was brauche ich? Ich brauche hier die Photon PPA für meinen Gunner, der irgendein random Person ist auf dem Internet. Und die mir ziemlich viel Hilfs-XP beschert, also ist das auch gut. Und ich brauche als Frontkanone die Anti-Tank-Waffe, ich weiß nicht, wie sie heißt. Front Armor, wie ihr da seht, das ist da das schöne Carbon-Zeugs. Nicht sicher, was ich als Frame brauche, auf alle Fälle brauche ich den Mag-Booster, weil der genial ist, da kann man sich schnell in Sicherheit befördern, genau wie gezeigt. Und ja, ich finde Maggie einfach toll zum Farmen, weil man kann, vor allem auf diese Entfernung hin ist er einfach genial, wie ihr auch im Clip sehen werdet, kann man da einfach Raketen dodgen. Also man kann effektiv die Raketen, auf alle Fälle die langsam, kann man einfach dodgen. Und das ist top. Das finde ich so lustig. Und auch die Shots an den Vanguards kann man dodgen. Also an den Tanks, nicht nur Vanguards, sondern auch Prowlers und Lightnings und so weiter. Kann man alles dodgen. Und das finde ich toll. Und man kann farmen. Genau wieso. Und das ist episch eigentlich. Ja, auf alle Fälle, ich bin zurück von China. Ich bin schon seit langem zurück eigentlich, aber ich hatte erstens keine Zeit Videos zu machen, zweitens keine Motivation, muss ich gerade ehrlich zugehen. Und jetzt bin ich voll dabei, Planet Zeit ist immer noch episch, vor allem wird jetzt auch bald ein neues Medic Update kommen. Und das will ich voll covern, ich bin hier mit den Händen am rumwinken, obwohl ihr das nicht seht, aber ich bin es am machen. Nur damit ihr das wisst, ja. Das neue Medic Update, es wird neue Medic Waffen geben. Ein neues Medic-Teil, das die Shields regen wird, aber ja, das hätte eigentlich letzten Freitag rauskommen sollen, also beziehungsweise heute, beziehungsweise kommt darauf an, wann ich das Video rauslasse, aber es hätte mal rauskommen sollen und es ist noch nicht rausgekommen. Aber ja, das ist, weil sie im Moment noch Feuer haben in der USA, also dort, wo SOE arbeitet, beziehungsweise die Leute von SOE arbeiten, haben die noch gerade Feuer und darum konnte ich da noch kein Video machen, beziehungsweise konnte ich den Server noch nicht updaten, weil sie da gerade eben noch Probleme hatten. Ja, na man, ich wünschte, ich könnte besser die Air treffen. Ja, ja, das ist halt schade, aber dafür wird es weniger buggy kommen, was ich top finde. Also, das ist ja der klassische Spruch, mir ist es lieber, es kommt zu spät, das werden die Leute vergessen. Hingegen, wenn die Leute ein Buggy-Patch bekommen, indem sie nicht spielen kommen, das werden die Leute nicht vergessen. Ja, von dem her ist gut, lasst euch Zeit, also das ist top. Ja, und was ist eigentlich passiert in der Zeit, dass ich weg war? In Planzeit auf alle Fälle, da gab es neue Carbines? Carbines, nicht Rifles. Carbines für die Light Assault-Klasse und die Engineer-Klasse. Die Zenith für die Vanu. Auch wurden neue Carbines für TR und NC gegeben. Die NC haben die Bandit bekommen. Die TR habe ich gerade keine Ahnung, wie die Waffe heißt. Das ist auf alle Fälle so eine Ultra-High Rate of Fire Waffe, das ist krank, die Waffe. Der Bandit ist so meh, glaube ich. Zenith ist so, ja, das geht für alle Fälle. Also, falls ihr das wirklich versatile wollt, also etwas, das ihr in allen Situationen brauchen könnt, könnt ihr die Zenith brauchen. Ich habe sie ein bisschen trialed, aber ich fand sie nicht so. Also, es entsprach jetzt mir nicht, muss ich sagen. Euch liegt sie vielleicht, mir nicht. Was gibt es noch? Es gab noch. Ach ja, TR haben neue Sounds bekommen auf ihren Waffen, die tönen jetzt ziemlich episch, also ihre Waffen, aber das wisst ihr eigentlich alles bereits schon, falls ihr Planet Zeit spielt, aber nur so als Recap eigentlich. Ja, eben, TR neue Waffen, nicht neue Waffen, neue. Seht ihr Dodgen? Genau da. Da seht ihr übrigens dann das Beispiel vom Dodgen, ja. TR haben neue Dings bekommen. Ach, die TR hat auch die neue Jaguar bzw. Lynx-Variante bekommen. Ich bin nicht ganz sicher, was die neue Variante ist, aber eine der Varianten ist neu. Und die ist ziemlich cool, sie haben die Waffen komplett neu gemacht, neues Modell und so. Und ich glaube, die ist ziemlich toll. Also viele der TR-Spieler, die ich auf dem Forum gesehen habe, haben Freunde an dem. Und ja, finde ich auch gut eigentlich. Das ist super, dass da gute Sachen gemacht wurden. Es wurde eigentlich auch wirklich nur gute Sachen gemacht, glaube ich. Ach, das Liberator-Update, genau, das war dann vielleicht weniger gut. Leute, also der Liberator ist eigentlich wieder gut geworden. Es wird
sichtbar geworden. Das ist nicht so, aber Liberator an sich, Liberator seht ihr vielmehr auch die One-Man-Dalton-Solo-Libs seht ihr auch, die ziemlich fake sind. Und ich muss sagen, die Leute sind wirklich gut, die das können. Da bin ich beeindruckt davon. Aber sie pissen an, das verstehe ich, wie die Leute. Aber seht, Leute, falls ihr Liberators bezwingen wollt, dann müsst ihr in ein Outfit treten, wo die Leute zusammenarbeiten, weil dann werden die Leute haben, die AI betreiben, die Lancers haben, die irgendwelche Waffen haben, um diesen Liberator zu schüren, oder einfach Size-Flieger, die den Liberator zu schüren, weil alleine könnt ihr das nicht. Geht in ein Outfit, wirklich, ich sag's euch nochmal, geht in ein flippen Outfit. Ich zeige gegen den Monitor, gegen euch, durch das Internet zeige ich auf euch, geht in ein flippen Outfit. Kommt am besten nach Pandora Project, weil bestes Outfit auf Cirrus. Ja. Noch zu China. China ist total anders, also wirklich, wenn ihr mal nach China geht, dann ist alles anders als in der westlichen Welt, so wie wir es gewohnt sind eigentlich. Waren wir zuerst in Huangshan, also wir waren zuerst in Huangshan, dann gehen wir nach Shanghai und dann nach Beijing. Dann habe ich so einen kurzen Breakdown davon, was wir gemacht haben. Huangshan ist eigentlich so wie ein Dorf in China, also es gehört zum ländlichen Teil von China. Hat eben noch irgendwie 3 bis 6 Millionen Einwohner, man ist sich nicht so sicher. Es gibt überall viele Menschen und dort waren wir praktisch Halbgötter. Also wir sind auch so eine Schule besuchen gegangen und alter Schwede, die haben uns verrät. Vor allem die mit blonden Haaren, ich habe keine blonden Haare, aber die mit blonden Haaren, die wurden verrät. Das waren wirklich Halbgötter, hat man nach Mails gefragt, nach Mailadressen, nach Handynummern etc. etc. Also da wurden wir voll verwöhnt und es war wirklich mal ein krass anderes Erlebnis, wie die uns Europäer vergöttert haben. Und ja, das war auch sehr speziell, aber wirklich anders. Auch in Shanghai haben wir kurz eine Schule besucht, haben so einen kurzen Auftritt gemacht, so mit Singen und so. Es war nicht so speziell, also in Shanghai haben wir nicht viel mit Menschen zu tun gehabt. Und Shanghai fand ich persönlich jetzt auch langweilig, so im Vergleich zu Huangshan. Dort hatte man noch ein bisschen mehr vom alten chinesischen Leben, traditionell sozusagen ein bisschen. Und das fand ich dort wirklich top, das war wirklich genial. Aber Shanghai war irgendwie langweilig. Also wenn ihr mal etwas sehen wollt wie Shanghai, dann könnt ihr eigentlich von mir aus gesehen nach New York gehen. Ich finde New York auch beeindruckender. Beziehungsweise wenn man in Shanghai aus der Metro kommt, beziehungsweise das erste Mal in Shanghai ankommt, hat man nicht dieses Feeling wie in New York. In New York kommt man zur Metro raus, kommt am Flughafen an, kommt zur Metro raus. Und ach du heilige Scheiße, da ist überall Hochhäuser. Da seht ihr nur noch rauf, wirklich. 5 Minuten lang seht ihr einfach nach hoch. Nach hoch, nach oben, in den Himmel, zu den Türmen. Und in Shanghai ist doch meh. So die kleine Variante von New York von mir aus gesehen, auch wenn sie mehr Einwohner. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ja, Shanghai fand ich persönlich weniger beeindruckend als New York. War schon cool, aber ja. Wie gesagt, war das alles westlich. Das fand ich nicht sehr interessant. Beijing hingegen war dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Beijing war wirklich krass anders. War ziemlich cool, weil dort ist dann mehr flach, aber alter Schwede, dort so viele Menschen, das habt ihr in eurem Leben noch nie gesehen. Wirklich nicht. Da müsst ihr selber mal hin. Metro, das war mehr so ein Presswurst-Erlebnis. Aber ja, der Clip hört bald auf. China war cool, hat mich gefreut. Ich werde weiterhin Videos machen. Und bis bald, Leute, eigentlich. Ach ja, das Essen war auch top in China. Chinesisch essen. Geht chinesisch essen. Jetzt. Ich zeige wieder auf dem Bildschirm. Immer noch. Geht chinesisch essen. Jetzt. Tschüss.